Unmittelbar vor der ersten Parlamentswoche nach den Parlamentsferien hat der SPD-Politiker Tarkus Mehmet Ali Bilanz gezogen und gibt einen Ausblick für die nächsten Monate in der Behindertenpolitik. 2022, 2023, wichtige Jahre hinter uns und noch vor uns. Das Jahr läuft ja noch ein wenig. Was haben wir gemacht in der inklusionspolitischen Debatte und was wir auch als Politiker letztendlich noch umsetzen werden? Wir haben es geschafft, im Mai das Gesetz zur Förderung des inklusiven Arbeitsmarktes zu verabschieden. Wir haben die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe eingeführt. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch das Jobcoaching eingeführt. Nämlich, das bedeutet, dass die Unternehmerinnen und Unternehmen künftig auch Unterstützung bekommen, wenn schwerbehinderte Menschen im Unternehmen eingestellt werden und das erstmal eine Zeit lang beispielsweise Anlauf braucht oder auch während der Tätigkeit weitere Unterstützung benötigt. Das war aber noch nicht alles. Wir haben mit den Vorbereitungen zur Barrierefreiheit angefangen. Wir wollen gerne das Bundesprogramm der Barrierefreiheit in den Vordergrund bringen und nicht nur das. Und zwar, wir werden zum Ende des Jahres auch ein Gesetz vorbereiten und gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales darüber reden müssen, dass wir beispielsweise wollen, dass die Werkstätten für Menschen mit Behinderung modernisiert werden, dass wir raus wollen aus der jetzigen Systematik und mit der Modernisierung ganzheitliche Teilhabe am Arbeitsleben für alle Menschen erreichen möchten. Das wird ein sehr, sehr interessantes Jahr und ich bin mir sicher, dass wir nicht nur da aufhören, wir müssen darüber reden, wie werden Menschen mit und ohne Behinderung beispielsweise bei der Pflegeversicherung gleich behandelt. Wir haben ja diesen Paragraphen 43a, SGB 11 nennt sich das in der Fachsprache und das führt oft dazu, dass Menschen mit Behinderung nicht gleich behandelt werden. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir das noch in dieser Koalition hinkriegen, dass auch dieser Paragraph so bearbeitet wird, dass Menschen mit und ohne Behinderung in der Pflegeversicherung gleich behandelt werden. Und viele andere Dinge werden wir hoffentlich auch noch anpacken. Dementsprechend, es bleibt spannend. Ich freue mich auf die Beratung und auf die parlamentarische Beteiligung von allen Menschen, die dort betroffen sind. Also bis dann und Glück auf in Freundschaft. Ciao.